Professor Panarin ist ein sehr bekannter politischer Analyst, kennt sich aus mit politischer Kriegsführung, Informationskriegsführung. Er ist hat mit der Informationsagentur der russischen Regierung zusammengearbeitet, auch mit Roskosmos, also der russischen Raumfahrtagentur. Er ist ein Mitglied der russischen Akademie und der Titel heißt Informationskrieg gegen Russland, Operation Anti-Putin. Die Integration Eurasiens, ein Weg aus der Weltkrise. Seit einigen Jahren vollzieht sich ein von Russland initiierter Prozess der Integration Eurasiens im Bereich der Wirtschaft und der Verteidigung. Am 1. Januar 2011 nahm die Zollunion zwischen Russland, Weißrussland und Kasachstan ihre Arbeit auf. Sie schafft den Rahmen für ein gemeinsames Zollgebiet, in dem die Waren frei bewegt werden können, mit Ausnahme gewisser Produkte, die verboten sind oder Auflagen unterliegen. Dazu gehören beispielsweise Rauschgifte. Die Einrichtung der Zollunion hat zu einem schnellen Wachstum des Handels in diesem Gebiet geführt, um die 43%. Die Schaffung der Zollunion ging auch einher mit einer 50-prozentigen Steigerung des Wachstums der Wirtschaft. Am 1. Februar 2012 hat auch die Eurasische Wirtschaftskommission ihre Arbeit aufgenommen. Und dies ist die erste supranationale Einrichtung der Eurasischen Union. Die Eurasische Union sollte 4 Hauptstädte haben: St. Petersburg, Almaty, Kiew und Belgrad. Um einen schöpferischen geistigen Austausch in Gang zu bringen, könnte man als ideologische Grundlage für diese Integration könnte man eine dreifache Formel vorschlagen. Erstens die geistigen Werte der eurasischen Religionen, also des orthodoxen Christentums, des Islam und des Buddhismus. Zweitens den russischen Kosmismus. Drittens einen gemeinsamen eurasischen Nationalismus. Die Ideologie der Eurasischen Union kann man auf den 3 Ds begründen. Duchovnost, geistige intellektuelle Qualität, Derzhavnost, Verständnis des Staates als Großmacht und Dostoinstvo, Würde. Unser Integrationsprojekt umfasst das Gebiet von Schottland. Russland sollte 2014 als erstes Land die Unabhängigkeit Schottlands anerkennen, bis Neuseeland. Das ist der einzige Ansatz, der Europa vor dem Chaos retten kann. Eine Formel für die Schaffung der Eurasischen Union kann man wie folgt aufstellen. Phase 1. 3 Nationen, Russland, Weißrussland und Kasachstan, werden am 30. Dezember 2012 die Eurasische Union bilden. Phase 2. Die Ukraine, Armenien und Tadschikistan könnten der Eurasischen Union am 30. Dezember 2013 beitreten. Damit würde ein drittes Zentrum entstehen, nämlich Kiew. Phase 3, Serbien und Montenegro könnten der Eurasischen Union am 30. Dezember 2016 beitreten. Und damit würde ein viertes Zentrum der Union entstehen, Belgrad. Kirgisistan, Phase 4, Kirgisistan, die Mongolei und Usbekistan könnten am 30. Dezember 2016 beitreten. Phase 5, Türkei, Schottland, Neuseeland, Vietnam und andere Länder könnten sich auch der Union anschließen. Der Informationskrieg gegen Russland. Weder die Destabilisierung des Nahen Ostens und Mittleren Ostens, noch die Militärintervention der NATO gegen Libyen, die vom britischen Militärgeheimdienst MI6 organisiert wurde, hat irgendetwas dazu getan, die Lage in den USA, wo jeder 7. Einwohner hungert, oder in Großbritannien. Man erinnere sich an die Unruhen und die Polizeibrutalität in London im August, zu verbessern. Die Bankenkrise, die in der Eurozone begonnen hat, führt zu einem unmittelbar bevorstehenden Scheitern großer amerikanischer, britischer und französischer Banken.
Das ist die Lage, in der der MI6 beschlossen hat, sein Szenario für den Kollaps Russlands vom Februar 1917 zu wiederholen, um so die westlichen Banken zu retten. Erinnern wir uns, dass von London aus die Ermordung von drei russischen Zaren organisiert wurde. Zar Paul 1801, Alexander II. 1881 und Nikolaus II. 1918. Am 20. Februar dieses Jahres erklärte ich deshalb beim ersten internationalen Medienforum über die vierte Gewalt in Straßburg erstmals, dass London Russlands Feind ist, sein einziger historischer Feind. Der Chefideologe des Informationskrieges gegen Russland ist Zbigniew Brzezinski, ein Agent des britischen Geheimdienstes, der tief in der amerikanischen Elite verwurzelt ist. Unter seiner Leitung leiteten Analysten der Universitäten von Oxford und Yale sowie das Analysezentrum des MI6 100 Kilometer außerhalb Londons, der gleiche Ort, wo auch der Plan entwickelt wurde, den Überraschungsangriff des faschistischen Deutschland am 22. Juni 1941 auf die Sowjetunion zu unterstützen. Die Operation Cyclone 3 ein, um den Prozess der Integration Eurasiens aufzuhalten. Diese Operation begann unmittelbar nach dem Erscheinen eines konzeptionellen Artikels von Wladimir Putin im Oktober 2011 in der Zeitung Izvestia mit dem Titel »Ein neues Integrationsprojekt für Eurasien – Die Zukunft, die heute geboren wird«. In der ersten Phase der Operation traf Mikhail Gorbatschow aus London kommend in Moskau ein, begleitet von sogenannten Beratern, und war in der Lage, seine früheren Schützlinge aus dem Apparat des ZK, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, zu aktivieren, die jetzt in wichtige Regierungseinrichtungen und in den führenden Massenmedien arbeiten, also Novaya Gazeta und dem Radiosender Echo Moskwi. Gorbatschow, der die Hauptschuld am Kollaps der UdSSR trägt, gelang es nun, sehr schnell verschiedene Kräfte gegen den Staat zu sammeln, die sich gegenseitig hassen. Die Liberalen, glamouröse Fernsehmoderatoren, die Jugend korrumpieren und ihre heimlichen Verbündeten in den Einrichtungen der russischen Regierung, insbesondere in der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die Behörden waren überrascht von diesem regierungsfeindlichen Informationscocktail und es schien, als würde dieser mächtige Angriff, Informationsangriff, Russland ins Chaos stürzen und zu einer Wiederholung der Ereignisse vom Februar 1917 führen. Aber die Behörden widerstanden diesem Informationsangriff und unternahmen die richtigen Schritte. Am 14. Januar 2012 traf der neue US-Botschafter Michael McFaul in Moskau ein. Zu seinen Aufgaben gehörte auch, die Nichtregierungsorganisation zu koordinieren, Menschenrechtler, Blogger. Gab es amerikanische und britische Fördergelder für diese Blogger. Sobald er in Moskau war, stürzte sich Michael McFaul in einen Wirbelwind der Propagandaarbeit, auch in der russischen Blogosphäre, in einer Weise, die kaum mit seinen diplomatischen Pflichten vereinbar ist. Am 17. und 22. Januar veranstaltete er Treffen mit Vertretern der Opposition, um die Lage zu studieren und Entscheidungen zu treffen. Dieser Praktiker eines Staatsstreichs durch den Einsatz der Fördergeldtechnik zur Finanzierung von Einflussagenten gab dann dem Radiosender Echo Moskwi ein Live-Interview und gab sich als Profi zu erkennen für den Informationskrieg. Am 25. Januar gab er der einflussreichen Zeitung Kommersant ein Interview. Er vergaß auch nicht den ersten Fernsehkanal, wo er am 30. Januar Gast eines Verehrers der Vereinigten Staaten war, Wladimir Posner. Michael McFaul koordinierte die Operation der Opposition gegen Putin in Moskau mit Michael Gorbatschow, dem Gründer der Novaya Gazeta. Hauptaufgabe dieser beiden Agenten, der Londoner Bankiers, ist es, die Bildung der Eurasischen Union zu blockieren. Die personellen Änderungen im Kreml Ende Dezember 2011 führten jedoch zu einer Änderung in Wladimir Putins Wahlkampfstrategie und zu Beginn eines wirklichen Gegenschlages gegen die Informationskampagne des britischen Geheimdienstes. Am
4. Februar fand eine riesige Demonstration auf den Poklonaja-Hügel in Moskau statt, bei minus 20 Grad. Es war sogar zu kalt zum Atmen. Aber 140.000 Menschen kamen. Das war das Resultat der guten Arbeit von Vyacheslav Volodin, dem Leiter des Wahlkampfstabs von Wladimir Putin. Hier sind die Worte eines Mechanikers namens Trapeznikov bei der ersten Veranstaltung im Rahmen der neuen Strategie Volodins in Jekaterinburg. Die Zeit ist gekommen, Njet zu sagen zu den Clowns des Bolotnaja-Platzes, wo die Demonstrationen gegen Putin stattfanden. Schickt diese Ziegenböcke hierher in den Ural und gebt ihnen Arbeit. Zitat Ende. Am 4. Februar kam es zu den Anti-Orange-Demonstrationen. Kamen zu diesen Anti-Orange-Demonstrationen viermal so viele Menschen wie zum Bolotnaja-Platz. Am 23. Februar nahmen mehr als 130.000 Menschen an einer Demonstration zur Unterstützung von Putin teil. Und das war ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Eurasische Union zu schaffen. Das große Chaos, das der MI6 zu organisieren versucht, wobei er die Techniken des Februar 1917 und von Gorbatschows Perestroika verwendete, darf sich nicht weiter ausbreiten. Die Schaffung der Eurasischen Union wird ein Sieg sein in der ersten Phase des zweiten Informationskrieges, Weltkrieges. Ich erinnere Sie daran, dass der erste Informationsweltkrieg zum Zusammenbruch der Sowjetunion führte. Eine wichtige Voraussetzung für diesen Sieg war die Gorbatschowisierung der russischen Gesellschaft. Michail Gorbatschow und seine Unterstützer, von denen es nicht sehr viele gibt, sind die Nachfahren der seelenlosen Schicht der russischen Intelligenz Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Leute, die Glückwunschtelegramme an den japanischen Kaiser schickten im Jahre 1904, als sie Port Arthur besetzten und den heroischen Kreuzer Varyag verfolgten und versenkten, wobei viele Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Gorbatschow sollte daher wegen seiner Rolle beim Kollaps der UdSSR vor ein öffentliches Tribunal in Magadan gestellt werden. Die Anti-Putin-Operation. Man sollte anmerken, dass die Informationsoperation gegen Putin, die in London entwickelt wurde, in vielen Aspekten eine Wiederholung ist der Operation, die das britische Empire gegen seine Hauptfeinde in Europa durchführte, Frankreich, Deutschland und die Sowjetunion. Die erste Operation richtete sich gegen den großen französischen Staatsmann Kardinal Richelieu. Die britischen Operationen gegen Richelieu dauerten rund 200 Jahre an. Ein Informationskrieg gegen de Gaulle, General de Gaulle, laufen seit mehr als 60 Jahren. Die Briten richteten einen Informationsschlag auch gegen Bismarck, der Deutschland vereint hatte. Dann war die Sowjetunion an der Reihe. Die UdSSR wurde zu Fall gebracht als Folge eines Informationskrieges, der 1943 begann, und der Ideologe dahinter war Winston Churchill. Den Kern des Informationskrieges gegen die UdSSR nach dem Sieg über den Faschismus bildeten die Operationen gegen Stalin, die darauf abzielten, die Vergangenheit und die Gegenwart unseres großartigen Landes zu diskreditieren. Im Grunde wurde das gleiche Modell genutzt wie gegen Kardinal Richelieu. Es war ziemlich schwierig, sie durchzuführen, wegen der offensichtlichen Leistung der Sowjetunion. Schaffung einer modernen Industrie. Die UdSSR war die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Erde. Sie hatte das beste Bildungssystem der Welt. Mit der besten Wissenschaft der Welt führte sie die Menschheit in den Weltraum. In der UdSSR konnten mehr Menschen lesen als irgendwo sonst auf der Welt. Indem sie den großen patriotischen Krieg gewann, rettete die Sowjetunion Europa und die ganze Welt vor dem Faschismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Land zu einer Supermacht. Josef Stalin, der die Sowjetunion 3 Jahrzehnte lang geführt hat, symbolisierte diese glorreiche Errungenschaft der sowjetischen Periode. Er hatte eine uneingreifbare Autorität im Land und bildete den Archetyp des sowjetischen Volkes. Ich glaube, dass die Operation zur Diskreditierung Stalins, die Operation Anti-Stalin, vom New Yorker Council on Foreign Relations, CFR, unter der Leitung von Alan Dulles entwickelt wurde, unter Nutzung der operationellen Kapazitäten der CIA und des MI6.
Diese Operation ist die längste Informationsoperation, die der britische Geheimdienst bisher durchgeführt hat. 64 Jahre, 1948 bis 2012. Zum Vergleich, die Operation zur Produktion der 22 James-Bond-Filme über den Agenten 007 war 17 Jahre kürzer. Bestimmte Leute wurden sehr lange Zeit in dieser Operation eingesetzt, wie zum Beispiel der Überläufer aus der Hauptabteilung Information des Generalstabs der UdSSR, Wladimir Resun, der unter dem Decknamen Viktor Suvorov strategische Artikel und Bücher gegen Stalin veröffentlichte, die vom britischen Geheimdienst vorbereitet waren. Nikita Khrushchev spielte eine große Rolle in der Operation Anti-Stalin. Er wurde in seinen innenpolitischen Kämpfen in der UdSSR heimlich von Alan Dulles unterstützt. Mit der Operation Anti-Stalin begann ein Diffamierungsprozess gegen die Geschichte unseres Landes. Khrushchev war ein typischer, schlecht gebildeter Freiwilliger der Nomenklatura. Das ideale Ziel für informationelle und psychologische Manipulationen der angloamerikanischen Geheimdienste. Er wurde vom CFR als der beste Kandidat für die Operation Anti-Stalin identifiziert. CIA und MI6 unterstützten Khrushchev aktiv in seinem Machtkampf innerhalb der Sowjetunion. Diese ausgeklügelte, von Alan Dulles geleitete angloamerikanische Geheimdienstoperation nutzte die historischen Erfahrungen der britischen Geheimdienste in Russland, insbesondere beim Organisieren der Februarrevolution von 1917. Das Ziel dieses Projektes der westlichen Geheimdienste war es, einen innerparteilichen Sieg für die ungebildeten, aber bombastischen Parteifunktionäre unter der Führung von Khrushchev sicherzustellen. Khrushchev diente dann also als Modell für den Typ des Sowjetführers, der dem CFR passte. Mikhail Gorbatschow wurde ausgewählt als jemand, der Khrushchev ähnlich war. Nachdem Putin die Integration Eurasiens zur neuen Doktrin Russlands erhoben hatte, wurde er zum Hauptziel des Informationskrieges gegen Russland. Die Nachfolger von Alan Dulles und Mikhail Gorbatschow waren ziemlich erschrocken über die russische Idee, die Wladimir Putin vor dem Beginn seines früheren Präsidentschaftswahlkampfes in seinem Artikel vom Dezember 1999 namens Russland an der Jahrtausendwende formuliert hatte. Patriotismus, das Bewusstsein, Großmacht zu sein, ein starker Staat und soziale Solidarität. Es wurden sofort Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass diese Perspektive realisiert wurde. Nach der Wahl wurde die Idee nicht weiterentwickelt. Aber als die Partei Vereinigtes Russland bei ihrem Kongress am 24. September 2011 eine Wahlplattform für Putin beschloss, in der Elemente der neuen Ideologie Putins erhalten waren, auf der Grundlage seines Artikels vom 30. Dezember 1999, wurde die Operation Anti-Putin ernsthaft gestartet. Man sollte anmerken, dass in der Operation Anti-Putin im Grunde die gleichen Lügen und Desinformationsmittel und Techniken zum Einsatz gekommen sind, wie schon in der Operation Anti-Stalin. Der Unterschied ist, dass es heute weiterentwickelte Massenkommunikationsmittel gibt, wie das Internet, globales Fernsehen, soziale Netzwerke, Netzwerke von Nichtregierungsorganisationen und Blogger, die durch Fördergelder finanziert werden. Michael McFaul wurde nach Moskau entsandt, um die Wirksamkeit der Operation Anti-Putin zu verstärken und dazu die Kapazitäten der russischen Empfänger ausländischer Fördergelder zu nutzen. McFaul hatte Russland erstmals während Gorbatschows Perestroika besucht. Dann, Anfang der 1990er Jahre, leitete er das Russlandbüro des National Democratic Institute, das dem National Endowment for Democracy untersteht, dem wichtigsten Zentrum für Finanzierung der liberalen Opposition in Russland. Dann war er Stabschef des Freeman-Spogli Institute for International Studies und der Hoover Institution, die beide zur Stanford University gehören, und arbeitete daran, die theoretische Grundlage für das angloamerikanische Projekt der Demokratisierung der Ukraine zu legen. Danach schrieb er über die Lehren, die man aus den Erfahrungen beim Organisieren politischer Destabilisierungen in der Ukraine ziehen könne. 2006 veröffentlichte er das Buch Revolution in Orange, die Ursprünge des demokratischen Durchbruchs der Ukraine. Dann
Nach dem Erfolg in der Ukraine begann McFaul im Auftrag führender Vertreter der britischen Lobby in den Vereinigten Staaten, wie Madeleine Albright und Hillary Clinton, Leute in Russland zu suchen, deren Verhalten dem von Julia Tymoschenko und Viktor Juschtschenko, also den Anführern der Orangen Revolution in der Ukraine, ähnelte. Und McFaul fand solche Leute, wie zum Beispiel Alexei Nawalny und Mascha Gaidar. McFaul kannte also die liberalen Empfänger der Fördergelder in Russland schon lange Zeit. Er war es, der die Elite der großen Fördergeldempfänger in Russland schuf. 2006 kannte noch niemand den Namen Alexei Nawalnys, eines jungen Mannes, der mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Bis 2011 wurde er zum bekanntesten Blogger Russlands. Derzeit versuchen McFaul und Gorbatschow, Nawalny in den Aufsichtsrat der russischen Fluglinie Aeroflot zu bringen. Nach sorgfältiger Erstellung eines psychologischen Profils einer russischen Version Viktor Juschtschenkos, um die Zielperson besser manipulieren zu können, begann die Infusion ausländischer Fördergelder. So ist Professor Michael McFaul der eigentliche geistige Vater des Projekts Alexei Nawalny. Mascha Gaidar zog sich vorübergehend aus dem Wettkampf zurück und ging in die Vereinigten Staaten, um dort zu studieren. Die großen Demonstrationen zur Unterstützung Putins, trotz McFauls fieberhafter Medienaktivität, die ich vorhin beschrieben hatte, waren ein Rückschlag für McFaul, aber er hat nur die erste Runde verloren und es scheint, dass derzeit heimlich weitere Vorbereitungen für das Projekt Alexei Nawalny laufen. Es wäre also zu früh, wenn der Kreml sich zufrieden zurücklehnen würde. Der Hauptkampf, um Chaos zu verhindern und Russlands Staatlichkeit zu erhalten, liegt immer noch vor uns. Es bleibt nur wenig Zeit, um die weltweite Systemkrise zu überwinden. Bis 2012 im Dezember. Ich hoffe, dass die Eurasische Union am 30. Dezember 2012 geboren wird. Ich hoffe, dass der Republikaner Ron Paul, ein Vertreter der Tea Party-Bewegung, wirklich amerikanischer Patrioten, die Präsidentschaftswahl im November 2012 gewinnen wird. Danach wird sich der NATO-Block auflösen und die amerikanischen Truppen werden aus Deutschland, dem Iran und Afghanistan abgezogen werden. Die Operationen des Federal Reserve Systems, das 1913 mit Unterstützung des britischen Geheimdienstes geschaffen wurde, um die Kontrolle über die Vereinigten Staaten auszuüben, werden aufhören. Das bedeutet eine zweite amerikanische Revolution in den Vereinigten Staaten. Eine Revolution gegen die schlauen und gierigen Geschäftemacher des liberalen Kolonialismus, die Sklavenhalter, Rauschgifthändler, die seelenlosen Informationskrieger und die Finanzspekulanten, die Förderer Michail Gorbatschows. Ich hoffe, dass Russland als Kern eines geeinten Eurasiens unter der Führung Wladimir Putins zu einer führenden geistigen und intellektuellen Kraft werden wird. Wenn wir uns anschauen, wie es zu diesem Punkt kommen konnte, die Allianz der Kräfte des britischen Empires, wenn man unter britischem Empire die Gesamtkombination von Finanzinstitutionen der Globalisierung versteht, also Zentralbanken, Investmentbanken, Hedgefonds, Beteiligungsgesellschaften, Zweckgesellschaften, Versicherungsgesellschaften, die im Grunde nach dem Kollaps der Sowjetunion 1990, wo eigentlich die Chance gewesen wäre, eine neue Friedensordnung für das 21. Jahrhundert zu erstellen, in dem Augenblick aber die sogenannten Neocons in den USA um die alte Bush-Senior-Regierung zusammen mit der britischen Regierung auf der Basis der angloamerikanischen Sonderbeziehung beschlossen haben, ein globalisiertes Empire zu schaffen. Das heißt, das war die Idee von da ab 1990, einen Regimewechsel bei allen Staaten vorzunehmen, die von Regierungen regiert wurden, die sich der Eskalation dieses Empires widersetzten. Das war der Grund, warum der erste Golfkrieg stattgefunden hat. Unterbrochen wurde diese Entwicklung nur von den 8 Jahren der Clinton-Administration. Aber diese Tendenz, das globale Empire weiter zu verfolgen, bestand in all diesen Jahren im Hintergrund,
etwa vertreten durch Richard Perle oder auch die Politik des sogenannten Clean Break, die Antwort war der Neocons auf die Politik der Oslo-Politik von Bill Clinton. Diese Politik wurde fortgesetzt von Bush Junior. Sie führte zum Zweiten Irakkrieg, zum Afghanistankrieg und natürlich zu dem Aggressionskrieg gegen Libyen und dem Mord an Gaddafi. Und jetzt als Fortsetzung eben auf der Tagesordnung Regimewechsel und Militäroperationen gegen Syrien und den Iran. Wie nahe wir am Dritten Weltkrieg sind, wurde durch nichts deutlicher als die Offenbarwerdung einer faktischen Allianz zwischen den USA, Großbritannien und Al-Qaida und der iranischen terroristischen Organisation MEK, Mujahedin Al-Qaq, die praktisch operieren mit in sowohl Syrien, wo der neue Chef von Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, der Drahtzieher ist für die Selbstmordattentate in Damaskus und Aleppo, für die Sabotage von Pipelines und anderer Infrastruktur, Morde an syrischen Regierungsmitgliedern und Militärs und das Ganze vom Irak aus operiert. Das heißt, was bedeutet das, wenn die gegenwärtigen Regierungen der USA und Großbritannien offensichtlich keine Skrupel haben, mit den Attentätern vom 11. September zusammenzuarbeiten? Der Hintergrund des 11. September ist längst aufgedeckt. Das ist die Rolle des anglo-saudischen Apparates um Al-Yamaha, in dem der saudische Prinz Bandar bin Sultan eine ganz entscheidende Rolle spielte für die Finanzierung von Al-Qaida. Die Rolle von dem britischen BAE, British Airways, die im Grunde diesen Apparat aufgebaut hatte seit ungefähr 24 Jahren und der jetzt die syrische Opposition mit Geld und Waffen versorgt. Beschützt von US-Militärkräften im Camp Ashraf im Irak, organisiert seit 2003 Sabotageaktionen gegen den Iran. Sie waren verantwortlich für die Sabotageoperationen von iranischen Militäranlagen, aller Voraussicht nach oder aller Einschätzung nach für die Ermordung von 4 iranischen Atomwissenschaftlern, die praktisch, ja, der Iran eigentlich relativ milde darauf reagiert hat. Aber wenn man diese Eskalation sieht, muss man ganz klar feststellen, dass der Krieg eigentlich schon begonnen hat. Auch von den Medien fast nicht zur Kenntnis genommen, aber jeder, der es untersuchen will, kann es feststellen, dass wir seit dem Herbst letzten Jahres einen absolut gigantischen Militäraufmarsch im Indischen Ozean, im Golf und im östlichen Mittelmeer haben. Dort befinden sich gegenwärtig 3 US-Flugzeugträger, die jeweils die Kapazität haben für einige hunderte von Kampfflugzeugen, Marschflugkörpern. Es befinden sich dort weiterhin Zerstörer, Fregatten, nukleare U-Boote, dazu britische und kanadische Kriegsschiffe. Insgesamt befindet sich dort eine nukleare Zerstörungskraft, die um einige Größenordnungen größer ist als notwendig, um die gesamte Menschheit auszulöschen. Und die in gar keinem Verhältnis steht zu der Unterstützung der Opposition in Syrien oder etwa für Operationen gegen den Iran. Es ist die Logik dieses Regimes von thermonuklearen Waffen, dass, wenn eine zum Einsatz kommt, dass das gesamte Arsenal eingesetzt wird. Der Dritte Weltkrieg wird nicht so passieren, dass erst eine Atomwaffe eingesetzt wird, dann ein Gegenschlag kommt und dann nochmal, sondern wenn es zum Atomkrieg kommt, dann in der Tat wird das gesamte Arsenal von einer Seite eingesetzt werden, weil eben Gegenschläge zu erwarten sind.
Ministerpräsident Putin hat angesichts dieser Lage und natürlich der Tatsache, dass die European Missile Defense Anlagen von Russland als Teil der Einkreisungstaktik oder Strategie gegenüber Russland betrachtet werden, soeben angekündigt, dass das russische Militärpotenzial um 583 Milliarden Euro aufgestockt wird. Und er hat das begründet, dass in einer von Aufruhr erfüllten Welt die Versuchung sei, von einzelnen Kräften die eigenen Probleme auf Kosten Dritter zu lösen. Dass die Forderung, zum Beispiel Ressourcen von globaler Bedeutung aus der exklusiven Souveränität einzelner Nationen herausgelöst werden soll, das heißt, das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf die Ressourcen in Russland, in Sibirien und im Fernen Osten, dass es derartiges mit Russland nicht geben werde, nicht einmal theoretisch. Dass selbst an den Grenzen Russlands Konflikte und der Ausbruch immer neuer regionaler und lokaler Kriege absichtlich hergestelltes Chaos stattfindet und die Untergrabung der Grundprinzipien des internationalen Rechtes. Putins Warnung, dass Russland eine Antwort finden wird auf diese ganze Entwicklung durch eine effektive und asymmetrische Reaktion auf das globale Raketenabwehrsystem und dass es die russische Position sei, dass dieses Raketenabwehrsystem wesentlich eine Erweiterung des strategischen Raketensystems mit anderen Mitteln sei, weil es eben die relative Parität zerstört. Präsident Medvedev hat darauf reagiert, indem er die Radaranlagen in Kaliningrad aktiviert hat als erste Maßnahme. Der Außenminister Lavrov wurde noch deutlicher. Er sagte ganz einwandfrei, dass sich das Machtzentrum der wirtschaftlichen Potenziale nach Asien verschoben habe und dass es offensichtlich Leute geben oder Kräfte gibt, die durch provokative Abenteuer im Nahen und Mittleren Osten davon ablenken wollen. Das heißt, die Gefährlichkeit der Lage ist nicht nur unterstrichen durch diese Äußerungen von Putin und Medvedev, sondern in Russland hat jetzt eine Fernsehdebatte im meistgesehenen Fernsehkanal stattgefunden zwischen den Präsidentschaftskandidaten Wladimir Schirinowski und Mikhail Prokhorov, die ganz offen darüber sprachen, es wird in diesem Sommer einen Krieg geben. Wir befinden uns bereits in der gleichen Lage wie 1937-38, also nur ein halbes Jahr von jetzt aus gesehen. Wer ist als nächstes dran? Syrien. Warum haben wir die Amerikaner und die NATO bis zu den südlichen Grenzen kommen lassen? Und dann wurden Szenarien entwickelt, wie eine Eskalation stattfinden könnte. Die Details sind nicht so wichtig und könnten auch anders aussehen. Wichtig daran ist, dass es im russischen Fernsehen zur besten Sendezeit eine Debatte darüber gibt, dass eben der Dritte Weltkrieg vor der Tür steht. Wir haben in Deutschland einwandfrei ein Problem, denn wir sind Geiseln in dieser drohenden globalen nuklearen Auseinandersetzung. Der Verteidigungsminister de Maizière wurde kürzlich in München auf der Sicherheitskonferenz gefragt, wie sich Deutschland im Falle eines Krieges gegen den Iran verhalten würde. De Maizière lehnte jegliche Stellungnahme oder Spekulationen zu diesem Thema ab. Das Problem ist nur, dass Bundeskanzlerin Merkel dem Dogma folgt, dass die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson gehört und Deutschland bereit sei, Israel im Ernstfall zu verteidigen. Eines muss völlig klar sein, wenn es zu diesem Ernstfall kommt, reden wir über den Dritten Weltkrieg.
in dem dann Deutschland auf der Seite der USA, Großbritanniens und der NATO steht und in einem thermonuklearen Schlagabtausch gegen Russland, China und einige andere Staaten involviert würde. Im Klartext, in Deutschland wird voraussichtlich niemand einen solchen Krieg überleben. Wir brauchen also dringend eine Alternative zu diesem Wahnsinn. Wenn man jetzt den finanzpolitischen Hintergrund dieser Entwicklung sieht, dann vor dem Hintergrund der Eskalation der Eurokrise, kommt eine weitere Dimension ins Blickfeld. Frau Merkel erklärt, alle 5 Minuten scheitert der Euro, scheitert Europa. Genau das Gegenteil ist richtig. Wenn wir den Euro nicht so schnell wie möglich loswerden, wird Europa nicht überleben. Wenn wir nicht unsere Souveränität wiedererlangen, können wir nicht mal darüber entscheiden, ob wir in einem dritten Weltkrieg Kanonenfutter sein wollen oder nicht. Erinnern wir uns, dass der Preis für den Euro, für die Wiedervereinigung, die Aufgabe der D-Mark und die Einführung der Europäischen Währungsunion war. Damals haben Mitterrand, Thatcher und Bush Senior verlangt, dass sie der Wiedervereinigung nur zustimmen würden, wenn Deutschland sich selbst eindämmt durch die Einbindung in die EU, Selbsteindämmung im Korsett der Europäischen Union. Und Jacques Attali, die Eminence Grise der französischen Politik und enger Berater von François Mitterrand, sagte kürzlich in einem Interview, dass die Europäische Währungsunion bewusst mit einem Geburtsfehler gemacht worden sei, um später die politische Union zu erzwingen, die eben am Anfang nicht möglich war. Das heißt, wenn wir heute auf die EU schauen, dann sehen wir, dass es eine supranationale Diktatur geworden ist, mit dem Ziel der Eliminierung des Nationalstaates und die Eskalation der EU-Verträge von Maastrichter Vertrag bis zum Lissabonner Vertrag hat der EU immer weiter imperiale Strukturen gegeben. Erinnern wir uns, dass einer der Top-Berater von Catherine Ashton, der sogenannten Außenministerin der EU, Robert Cooper ist. Und er hat sich ganz offen darüber ausgedrückt, dass er einen neuen liberalen Imperialismus will. Und in seinem Buch von 2003, The Breaking of Nations, das Auseinanderbrechen der Nationen, Ordnung und Chaos im 21. Jahrhundert, proklamierte er, dass die EU ein postmodernes Imperialgebilde sei. Das im Grunde im Gegensatz zu den prämodernen, zum Chaos tendierenden Staaten einerseits und den modernen Großnationalstaaten wie den Vereinigten Staaten andererseits ein Gegengewicht notwendig sei. Cooper schreibt, die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die Europäische Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Natürlich wird das nicht von der EU oder von den Regierungen zugegeben, aber schon zur Zeit, als Védrine der Außenminister Frankreichs war, kam es zu einem Eklat, weil damals Zbigniew Brzezinski in der Zeitschrift The National Interest schrieb, dass Europa sowieso nur eine amerikanische Militärkolonie sei. Das Menschenbild habe sich ohnehin geändert. Bisher sei der Homo sapiens die Grundlage gewesen, aber nun seien wir in einer posthumanen Ära. Das Zeitalter des Westfälischen Friedens sei vorbei. Der Ausbau der NATO und der EU bis an die Grenzen Russlands sollten zügig vorangetrieben werden. Diese Äußerungen in diesem Artikel führten damals zu einem gigantischen Skandal und Védrine berief alle französischen Botschafter auf der ganzen Welt zu einem Treffen nach Paris.
Offensichtlich hat derselbe Brzezinski inzwischen Panik bekommen, denn er hat kürzlich dringend vor dem Schlag gegen den Iran gewarnt, weil es unabsehbare Konsequenzen haben würde. Aber Brzezinski hatte durchaus recht mit seiner Bemerkung, dass mit den EU-Verträgen eine posthumane Ära Europas begann. Wie man am Schicksal der Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen sehen kann. Die Propaganda der EU-Befürworter und der Befürworter der europäischen Integration war immer, Europa fördert den Frieden. Aber die Realität sehen wir heute, wenn in Griechenland deutsche Flaggen verbrannt werden oder schreckliche Cartoons über Frau Merkel erscheinen. Noch nie waren die europäischen Völker so verfeindet seit dem Zweiten Weltkrieg als Resultat dieser Politik. Der europäische Einheitsstaat existiert nur in den Köpfen der oligarchischen Elite der EU-Bürokratie. Für die europäische Bevölkerung gibt es keine gemeinsame Kultur, keine mediale Öffentlichkeit. Was wissen die Deutschen schon über das Denken der Menschen in der Bretagne oder in Sizilien? Was wissen die Nordschweden über die Slowaken? Das heißt, die Idee eines Einheitsstaates ist eine Fiktion. Der Euro ist ein gescheitertes Experiment. Wenn jetzt der Versuch gemacht wird, den EFSF, den European Financial Stability Fund, durch Hebelung von 1:10 zu einer Gelddruckmaschine zu machen oder mit dem EMS praktisch einen permanenten Rettungsmechanismus zu etablieren, dann wäre das Ende der Souveränität und der Kontrolle über das eigene Budget, des sogenannten Königsrechts des Parlaments. Wir würden jede Souveränität an die EU-Diktatur verlieren, die dann keinerlei Rechenschaftspflicht mehr gegenüber den Bürgern hat. Es ist ein Rückfall nicht in eine Post, sondern in eine vorwestfälische Ordnung, das heißt in die Periode vor dem 30-jährigen Krieg oder vielleicht der 150 Jahre Religionskriege davor. Nur diesmal im Zeitalter thermonuklearer Waffen. Der vorletzte Bundespräsident, Horst Köhler, trat zurück, als es um seine Unterschrift unter das erste Rettungspaket für Griechenland ging. Und was ist mit dem Rücktritt von Christian Wulff? Ich glaube, dass der Schlüssel dazu in seiner Lindauer Rede liegt und ähnlichen Bemerkungen, die er in Niedersachsen zuvor gemacht hat. Ich zitiere aus seiner Lindauer Rede. Auf dem Deutschen Bankentag hatte ich den Finanzsektor bereits gewarnt. Wir haben die Ursachen der Krise beseitigt. Weder die Ursachen der Krise beseitigt, noch können wir heute sagen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir sehen tatsächlich weiter eine Entwicklung, die an ein Dominospiel erinnert. Erst haben einzelne Banken andere Banken gerettet, dann haben Staaten vor allem ihre Banken gerettet, jetzt rettet die Staatengemeinschaft einzelne Staaten. Da ist die Frage nicht unbillig, wer rettet aber am Ende die Retter? Wann werden abgelaufene Defizite auf wen verteilt, beziehungsweise von wem getragen? Statt klare Leitplanken zu setzen, lassen sich Regierungen immer mehr von den globalen Finanzmärkten treiben. Zuerst, Politik muss ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Sie muss sich endlich davon lösen, hektisch auf jeden Kursrutsch an den Börsen zu reagieren. Sie muss sich nicht abhängig fühlen und darf sich nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen, von Banken, von Ratingagenturen oder sprunghaften Medien. Politik hat Gemeinwohl zu formulieren, mit Mut und Kraft im Konflikt mit Einzelinteressen. Politik hat Strukturen zu ordnen und gegebenenfalls den Rahmen anzupassen, damit knappe Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden und Wirtschaft und Gesellschaft gedeihen. Politik hat langfristig orientiert zu sein und wenn nötig auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. In freiheitlichen Demokratien müssen die Entscheidungen im Übrigen immer von den Parlamenten getroffen werden, denn dort liegt die Legitimation. In der Demokratie geht die Macht vom Volke aus.
durch in Wahlen und Abstimmungen gewählte Repräsentanten und Abgeordnete. Ich glaube, dass diese Bemerkungen sehr deutlich machen, dass die Position, die Wulff in Lindau vertreten hat, im totalen Gegensatz sich zu befindet zu dem, was im Augenblick die Regierung der EU ist und der deutschen Regierung. Und da soll kein Zusammenhang bestehen zwischen dem beispiellosen Medienfeldzug wegen der Entgegennahme von Gefälligkeiten, die vielleicht nicht so schön sind, aber die im Milieu der Politik vollkommen normal sind und was fast alle Politiker machen. Und jetzt sollen wir einen Bundespräsidenten bekommen, der die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV als töricht bezeichnet, der die Occupy-Bewegung als unsäglich albern bezeichnet hat und der der Meinung ist, dass diese freie Marktwirtschaft, die sich gerade als mehr bankrott erklärt, als es die DDR je war, ein Garant der Freiheit sei. Wir brauchen dringend das gleiche Maß an Transparenz über diesen Herrn Gauck, wie die Medien und die Politik über Christian Wulff erzeugt haben, aber diesmal vor seiner Vereidigung. Das heißt, wenn wir auf diese Lage schauen, dann denke ich, wir brauchen in Deutschland eine völlig andere Politik. Wenn wir auf diesem Weg weitergehen, in Richtung einfach im Militärbündnis der NATO mitmachen, dann sind wir Geisel im drohenden neuen Weltkrieg. Wenn wir weitermachen in Richtung EU, dann ist das Schicksal Deutschlands absolut im Grunde schon vorgezeichnet. Aber es gibt natürlich absolute Alternativen. Zum Beispiel hat der damalige Präsident Putin 2001 in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag Deutschland angeboten, absolut umfangreiche Kooperation mit Russland zu vertiefen. Der jetzige stellvertretende Minister Rogozin hat kürzlich noch mal angeboten, dass die gemeinsamen Probleme der Menschheit in einer strategischen Verteidigungsinitiative für die Erde gemeinsam gelöst werden müssen, dem sogenannten SDE-Vorschlag, der sich absolut in der Tradition der Politik von SDI befindet. Der ehemalige Außenminister Igor Ivanov hat ebenfalls die Staaten dieser Welt aufgefordert, gemeinsam die unglaublichen Ressourcen in der Arktik zu entwickeln. Für jeden Menschen, der nicht vollkommen blind ist, muss erkennen, dass die EU in der gegenwärtigen Form nicht im Interesse Deutschlands ist, sondern ein Empire geworden ist, ein oligarchisches System, das von einer kleinen Geld- und Machtelite dirigiert wird, von einer EU-Bürokratie und im Wesentlichen die Nutznießer der Rettungspakete bedient, während die Masse der Bevölkerung bewusst rückständig gehalten wird. Wie operiert diese Oligarchie? Durch eine Manipulation der sinnlichen Wahrnehmung und einer Verrohung der Emotionen, die mit diesen Sinnen assoziiert sind. Es basiert auf dem Modell des römischen Empires Brot und Spiele in natürlich modernen Varianten. Wenn man sich heute anschaut, dass erwachsene Männer Woche für Woche mehr Interesse aufbringen für die Fußballergebnisse ihres Lieblingsvereins als für die Zukunft der Menschheit in den nächsten Wochen. Wenn man sich anschaut, wie die Jugendkultur von Gegenkultur vergiftet ist, für die Gesamtbevölkerung von Disco bis zum Musikantenstadel, von Black Gothic bis Lady Gaga, die Freizeitbeschäftigung in Shopping besteht, das Interesse gilt, die Brückenurlaube zu perfektionieren,
den Lustgewinn im Hier und Jetzt zu suchen, Videogames zu spielen, seine Freizeit in sozialen Netzwerken zu verbringen, auf Weinfeste zu gehen. Wenn man dann dazu sieht, wie die Medien heute in Deutschland mehr kontrolliert sind als zu Goebbels Zeiten, dann kriegt man im Grunde ein Bild davon, was das Problem ist. Die Menschheit steht kurz davor, im Dritten Weltkrieg ausgelöscht zu werden, und 99,9% der Menschen haben keine Ahnung, dass diese Gefahr überhaupt existiert. Die Menschen rennen hin, sie rennen her, sie sind alle total beschäftigt und sie verbrauchen ihr kurzes Leben und haben kaum bewusst gelebt. Natürlich ist das Absicht der Oligarchie, die bewusst ein Menschenbild geschaffen hat, was basiert auf den bewusst gelogenen Thesen des Club of Rome, dass nämlich die Welt ein geschlossenes System sei, in dem das zweite Gesetz der Thermodynamik dominiert und in dem der Mensch nur ein Parasit ist, der die Umwelt zerstört, der die knappen Ressourcen verbraucht, der zu viel CO2 ausstößt, und eine Welt, in der das Bevölkerungswachstum die größte Bedrohung ist für Käfer und Kröten. Sie alle haben schon mal im Wald einen Ameisenhaufen gesehen. Und dieser Ameisenhaufen ist von der Logik des Ameisenhaufens perfekt organisiert. Die Hierarchie funktioniert, die Arbeitsabläufe sind systemisch perfekt, die Infrastruktur ist ausgebaut, alle haben ihre Aufgaben, und keine Ameise käme je auf die Idee, dass es eine Welt da draußen gibt, in der ganz andere Gesetze herrschen. So geht es den Menschen, die nur sich auf die sinnliche Wahrnehmung verlassen, natürlich auf einer höheren Ebene und mit viel komplexeren Prozessen, aber die Welt für diese Menschen ist im Prinzip dieselbe Box. Aber wenn wir auf das Universum, wie es real ist, schauen, dann stellt man fest, dass das zweite Gesetz der Thermodynamik nicht stimmt, dass wir uns nicht in einem geschlossenen System befinden, sondern unser Planet Erde befindet sich in einer Galaxie, die sich entwickelt, inmitten von zahllosen anderen Galaxien, die sich ebenfalls entwickeln. Die jüngeren Messungen über die Rotverschiebung elektromagnetischer Wellen, wo das Licht immer weiter entfernterer Galaxien zum Roten verschoben erscheint, gibt einen Einblick, dass das Universum im Makrobereich in eine immer höhere Organisationsform expandiert. Wir werden die existenzielle Krise der Menschheit und die potenzielle Auslöschung der Gattung nur überwinden können, wenn wir die politische und wirtschaftliche Ordnung auf der Erde in Übereinstimmung mit dieser kosmischen Ordnung bringen. Die Notwendigkeit dafür entspricht einer tiefen philosophischen Erkenntnis in der christlich-humanistischen Tradition europäischer Geistesgeschichte. Aber diese Idee existiert auch in anderen Kulturen, zum Beispiel in der vedischen Tradition, der indischen Philosophie oder in ähnlicher Weise auch im Konfuzianismus. Die Gesetze des Universums sind antientropisch. Das ist eine Erkenntnis, die zum ersten Mal im Prinzip gesehen wurde von Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert, der das sogenannte biogenetische Gesetz der Evolution entdeckt hat. Er hat zum ersten Mal die Unterscheidung gemacht, dass es drei völlig verschiedene Ebenen gibt: die Ebene des Inorganischen, des Biologischen, der menschlichen Vernunft und bei Nikolaus von Kues die vierte Ebene der göttlichen Vernunft. Und er hat im Grunde die Evolution so definiert, dass keine Art auf keiner dieser drei Ebenen ihre Potenzialität voll akzentuiert, wenn sie nicht an einem Punkt in der nächsthöheren Gattung partizipiert. Das heißt, der Mensch ist nur dann voll Mensch, wenn er an der göttlichen Vernunft teilnimmt. Und Nikolaus hat die Evolution so definiert, dass nicht, wie bei Darwin, sich die untere zur oberen entwickelt, sondern dass die niedere von der höheren quasi emporgerissen wird, dass also die Entwicklung von oben her passiert.
Kepler hat es aufgegriffen, aber vor allen Dingen Vernadsky, der russische Wissenschaftler, der der Ebene des Inorganischen, des Biologischen, die Ebene der Vernunft hinzugefügt hat, die er Noosphäre genannt hat, die eine immer höhere Komplexität erreicht und bei der die Wirkung der Noosphäre im Universum immer mehr zunimmt. Das heißt, mit der fortschreitenden Evolution ist die Auswirkung der menschlichen Vernunft immer mehr effizient. Der deutschstammige Wissenschaftler Kraft-Erike und Raumfahrtpionier, der wesentliche Raketen beim Apollo-Programm entwickelt hat, hat von diesem Standpunkt definiert, dass die Raumfahrt und die Kolonialisierung des Raums die nächste Stufe der menschlichen Evolution sein muss. Das Leben, das sich mit Hilfe der Photosynthese aus dem Meer auf die Erde entwickelt hat und zu immer höheren Formen von Energieflussdichte gekommen ist, hat mit dem Erscheinen der Menschheit eine neue Stufe erreicht, die mit der Besiedlung des Raumes die nächste Stufe finden muss. Wenn man davon ausgeht, dass in der Geschichte unseres Universums die Menschheit eine äußerst kürzliche Erscheinung ist, gemessen am Alter des Universums ist die Erde existiert nur einen einzigen Tag. Die Entwicklung von komplexerem Leben findet seit 3 Stunden statt. Die Menschheit existiert seit 3 Minuten und die überlieferte Geschichtsschreibung existiert seit einer Zehntelsekunde. Nun gibt es Pessimisten unter den Wissenschaftlern, unter Geophysikern und anderen, die überzeugt ist, dass die Menschheit auch nach einer Sekunde nach 12 wieder verschwunden sein wird. Dieses wird nur passieren, wenn wir uns nicht intelligenter verhalten als die Dinosaurier. In den letzten 500 Millionen Jahren gab es immer Zyklen von 60 bis 65 Millionen Jahren, an deren Ende jeweils Vernichtungen standen, in denen bis zu 96% aller Gattungen vernichtet wurden. Aber nach der Auslöschung kam es jedes Mal zu einer Höherentwicklung von Lebewesen, deren Metabolismus und Lebensgrundlage mit einer höheren Energieflussdichte verbunden waren. Zum Beispiel nach der Auslöschung der Dinosaurier bei der letzten großen Auslöschung kamen die Säugetiere, die rudimentär zuvor vorhanden waren, wurden zur dominierenden Gattung. Das heißt, in der Geschichte des Universums können wir Beweise finden, dass die Entwicklung der Biosphäre auf der Erde vollkommen antientropisch funktioniert. Niemals in umgekehrter Richtung, sondern immer zu höheren Energieflussdichten. Und die Gattungen, die aus welchen Gründen auch immer auf derselben Stufe bleiben wollten, sind jedes Mal ausgestorben, wie zum Beispiel die Dinosaurier. Und wenn die Menschheit bei der grünen Ideologie bleiben würde, dann würde uns das gleiche Schicksal ereilen. Wir haben gleichzeitig es mit Gefahren zu tun, die aus der Position unseres Planeten im Universum resultieren und die wir besser zur Kenntnis nehmen sollen. In den vergangenen Jahren ist die Erde fast 5000 Mal beinahe von Asteroiden getroffen worden. Und bisher haben wir keinerlei technischen Möglichkeiten zur Verfügung, eine solche Gefahr abzuwenden, wenn sie wirklich mal akut würde, dass sie die Erde treffen würden. Wir haben eine deutliche Zunahme von Erdbeben in der letzten Zeit. Am 11. März 2011 das Erdbeben auf der Richterskala 9,0 mit den bekannten Folgen in Fukushima. Wir hatten extreme Wetterphänomene, Dürren, Überflutungen, Vulkantätigkeiten, die alle nichts mit dem sogenannten anthropogenen Klimawandel zu tun haben.
Wir haben stattdessen im gesamten Sonnensystem unübliche Aktivitäten im letzten Jahr feststellen müssen. Zum Beispiel im Dezember 2010 kam es zu einem massiven Sturm auf dem Planeten Saturn, bis Juli 2011 dauerte. Und zwar außerhalb des üblichen 30-Jahre-Zyklus, der mit der Kreislaufbahn des Saturn zu tun hat. Dieser Sturm kam 7 Jahre zu früh und war der größte Sturm, seitdem Beobachtungen gemacht werden. Wir haben zusätzlich auf der Sonne Aktivitäten, die seit 400 Jahren nicht mehr beobachtet worden sind und die auf ein lang anhaltendes Minimum der Sonnenaktivität hindeuten, die vielleicht so sein wird wie die Periode des großen irischen Frostes um 1740, die die längste Periode extremer Kälte in der modernen europäischen Geschichte eingeleitet hat. Es gab auf der Sonne 2 große Flares der X-Klasse Anfang 2011. Gleichzeitig in der nördlichen Hemisphäre der Sonne mehrere Flares der X-Klasse, während in der südlichen Hemisphäre die Lage merkwürdig ruhig war bis Ende des Jahres und dann plötzlich sehr aktiv wurde und es zu mehreren koronellen Massenauswürfen kam, einige davon mit großen Effekten auf die Prozesse auf der Erde. Das sogenannte Solarmaximum hätte erst 2013 erreicht werden sollen. Und es gibt verschiedene Indikatoren, dass eben das schon Ende 2011 stattgefunden hat mit potenziellen enormen Bedrohungen für die Erde. Wenn koronelle Massenauswürfe das elektromagnetische Feld der Erde treffen, kann dies zu geomagnetischen Stürmen führen, die im Ernstfall die Stromversorgung ganzer Kontinente ausschalten könnte und praktisch über Nacht ein dunkles Zeitalter erzeugen würde. In der zweiten Hälfte von 2011 gab es mehrere solche koronellen Massenauswürfe, der die Erde nur knapp entgangen ist. Die Aktivitäten der Sonne haben einen massiven Einfluss auf unser Wetter. Dagegen sind die CO2-Ausstöße der Menschheit vollkommen vernachlässigbar, etwa vergleichbar der Aktivitäten einer Einheitsfliege auf einem Elefanten. Vor einem Jahr gab es noch eine relative Hegemonie der Klimawandel-Mafia. Und obwohl die Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern wie Hendrik Svensmark oder auch in der Forschungsanlage CERN längst über den Einfluss kosmischer Strahlung auf die Wolkenformation berichtet hatte und die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf unsere Atmosphäre längst festgestellt hatte, dass die Wolkenbildung mit der Ionisierung zu tun hat, ist eben trotzdem allgemeine Doktrin war, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich sei. Aber diese kosmische Strahlung hat einen enormen Effekt auf die Erwärmung oder Abkühlung der Erde und in Bezug auf die Menge des Niederschlages. Aber inzwischen berichtet selbst die Boulevardpresse, dass die Sonnenaktivität unser Wetter beeinflusst. Und ich würde sagen, das ist nicht zuletzt das Resultat unserer Aktivitäten weltweit. Wenn man alle diese Zusammenhänge betrachtet, dann müsste eigentlich jedem klar sein, dass wenn die Menschheit im Paradigma des oligarchischen Systems verbleibt und der grünen Ideologie und damit zusammenhängend des Monetarismus, des Positivismus, dass dann unser Schicksal dasselbe sein wird wie das der Dinosaurier und Millionen von anderen Gattungen, die es nicht geschafft haben, sich dem antientropischen Gesetz des Universums anzupassen. Der Mensch ist im Unterschied zu allen anderen Lebewesen, zumindest denen, von denen wir bisher wissen, die einzige Gattung, die durch unsere kreative Fähigkeit die Gesetze des Universums immer tiefer und besser verstehen kann, die universelle neue Prinzipien entdecken und anwenden kann
Und deshalb sind wir auch die einzige Gattung, die sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen kann. Und wir sind deshalb potenziell die einzige unsterbliche Gattung. Der Grund liegt in dem Prinzip, das bereits Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert erkannt hat, dass nämlich die Gesetze des Mikrokosmos, der menschlichen Vernunft und des Makrokosmos, des sich entwickelnden Universums, absolut identisch sind. Plato hat dies als die Fähigkeit des Menschen zur adäquaten Hypothese bezeichnet. Nikolaus von Kues hat denselben Punkt weiter ausgeführt, dass nämlich die immaterielle Idee, die ein Mensch in seiner kreativen Vernunft erzeugen kann, in der Lage ist, eine Veränderung und Weiterentwicklung des physischen Universums zu erzeugen. Das heißt, eine immaterielle Idee hat eine physische Wirkung im physischen Universum. Und das ist der Beweis, dass diese Kohärenz des Mikrokosmos und des Makrokosmos existiert. Wenn wir die Krise auf der Erde, die potenzielle Auslöschung der menschlichen Gattung in einem dritten thermonuklearen Krieg überwinden wollen, dann müssen wir in dieser Stunde der Gefahr den Blick nicht nur zu den Sternen richten, sondern zu den Galaxien und den Blick werfen auf die unglaublichen Weiten eines sich entwickelnden Universums. Kraft-Ehrike hat den Begriff geprägt des extraterrestrischen Imperativ, dass nämlich der Mensch nur dann erwachsen wird, wenn er akzeptiert, dass die nächste Stufe der Evolution in der bemannten Raumfahrt und in der Kolonialisierung des Raumes liegt. Aber Kraft-Ehrike war sich auch bewusst, dass diese absolute Bejahung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts einhergehen muss mit der humanistischen Erziehung des Menschen. Weil es niemals die Technologie ist, die gut oder böse ist, sondern dass es der Mensch ist, der bestimmt, ob diese Technologie zu einem guten oder zu einem schlechten Zweck eingesetzt wird. Die Menschheit kann nur überleben, wenn die Mehrheit der Menschheit erwachsen wird. Wenn die Kenntnis der universellen Prinzipien in Wissenschaft und Kunst, die nachprüfbar sind, sie sind universell, weil sie jederzeit geprüft werden können, das heißt, eine Rationalität bedeuten, wenn diese Prinzipien zur Basis des Denkens des größeren Teils der Menschheit wird. Alleine in dem bisher bekannten Teil des Universums gibt es Hunderte von Milliarden von Galaxien. Man soll sich das vorstellen. Es ist fast die Grenze der menschlichen Vorstellungskraft, die da herausgefordert ist. Und dann bitte ich Sie, wenn wir heute Abend im Musikteil dieser Konferenz den Chorteil von Beethovens 9. Symphonie hören, wo er das Gedicht Ode an die Freude von Friedrich Schiller zur Grundlage genommen hat. Und in diesem Chor kommt diese wunderbare Stelle vor: Über dem Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Mit diesem Blick auf das Sternenzelt, das aus Hunderten von Milliarden von Galaxien besteht, sage ich mit Ehrfurcht und Optimismus: Über dem Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.